nicht so, dass es jetzt mit 153 Toren geklappt hat, dass dieses Thema jetzt beendet ist? Ja, sehr froh. Gerade medial, also die letzte Woche war schon extrem. Umso schöner ist, dass wir uns nicht haben ablenken lassen, sondern ein 3-0 Heimsieg, einen schönen Rahmen, kann man sich nicht vorstellen. Musste den Ball am Ende nur über die Linie drücken. Ein schöner Sonntagnachmittag, wo die Fans und wir Spieler auch glücklich nach Hause gehen. Hast du da eigentlich schon vorher drüber nachgedacht, als der Ball von Domme rüberkam und du gesehen hast, okay, eigentlich kann ich den nicht dran vorbeischießen? Ja, ich habe ja schon ein paar Spiele mit Domme zusammen gemacht und wenn er da so frei ist, dann weiß ich auch, ich muss mich absetzen. Er hat immer noch den Blick oben und ich konnte mich schon ein, zwei Sekunden vorher freuen, weil ich wusste, der wird den Ball zu mir spielen und musste mich nur noch konzentrieren, dass ich den über die Linie drücke. Die Mannschaft hat dich danach gefeiert, die Fans haben dich gefeiert. Du bist ja eigentlich einer, der sowas gar nicht so gerne hat, aber trotzdem konntest du heute das mal genießen, auch das in die Luft werfen? Ja, heute habe ich das dann mitgemacht. Gerade Ralle, der in den letzten Wochen das schon öfter versucht hat. Ich glaube, man hat auch bei den Mitspielern gesehen, dass sie sich riesig gefreut haben. Haben mir sofort beim Tor schon, haben mich beglückwünscht. Und dann hier vor der Nordkurve im Heimspiel. Schöner geht's nicht. Jetzt haben wir eine Länderspielpause, wo wir kurz durchschnaufen können, das alles auch abhaken können. Und dann geht's weiter. Ne? Dann wollen wir weiter Tore schießen, dann wollen wir weiter gewinnen. Und heute stehe ich gerne im Mittelpunkt, weil ich das 3-0 gemacht habe, aber war trotzdem eine klasse Mannschaftsleistung. Torwart kann nur prallen lassen und Schirmer, ich sehe, dass er einmal aufkommt, versuche mich irgendwie reinzuschmeißen mit dem Flugkopfball, sehe von der Seite, das Toprad kommt im Fuß und da habe ich mich wirklich darauf verlassen, wie die Reaktionen der Fans sind, weil ich gerade in dem Moment, wo ich köpfe, falle ich auf den Boden und höre nur die Reaktion der Schalker, ja, und dann sehe ich den Ball im Netz und wusste, dass du das Tor geschossen, so ein wichtiges. Das 1-0, ganz besonderer Moment. Hast du gar nicht gesehen, wie der Ball im Netz gezappelt hat? Nee, in dem Moment nicht, weil ich gesehen habe, dass das so ein 50-50 Ball ist zwischen mir und dem Toprak. Und ich habe gesagt, jetzt musst du irgendwie schnell an den Ball kommen, schmeiß dich rein, krieg von der Seite noch den Fuß, bin auf dem Boden und höre nur, oben drüber, die Schalker Fans freuen sich. Und in dem Moment guckst du natürlich hoch und weißt, der Ball ist drin und kannst jubeln, ne? So die ersten 10. Sekunden, da bist du, schmeißt dich rein, versuchst das Tor zu machen, kriegst noch einen Tritt ab irgendwo von der Seite. Wo der Toprak sich im Spiel auch entschuldigt hat, meinte, tut das mal weh, ich habe das ja im Spiel gar nicht gemerkt, habe ich auch gesagt, ich habe das nur gesehen in der Wiederholung. Auch gerade jetzt nochmal, da ich nochmal einen abbekommen habe, aber mit den ganzen Emotionen, Adrenalin, kommt das nicht mit.
habe das Tor von dir so ein bisschen fast wie in Zeitlupe gesehen. Du kriegst den Ball und dann einmal hochgeguckt, zack, in die Ecke reingelegt. Ja, meine Stärke ist ja eh nicht hart zu schießen, sondern eher platziert. Gerade neben den Pfosten, das ist immer schwer für den Torwart. Blendi hat den rüber gespielt, aber ja, ich glaube, was so in den letzten Wochen los war, unfassbar bei der Mannschaft, bei mir. Ich habe mich dann auch, normalerweise jubel ich immer in meiner Geste, aber du siehst, ne, wenn da so viele Emotionen drin sind, dann denkst du an gar nichts mehr. Ich habe auch wieder, ich weiß gar nicht, wo ich hingerannt bin, wieder zur Kurve, aber alle hinterher. Viele Mitspieler haben mir vorher gesagt, pass auf, du machst die 30 Tore und dann hat man das natürlich auch im Gepäck. Und Bujo hat mir in der Halbzeit auch gesagt, pass auf, du machst ein Tor. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange spielen, weil ich dachte, boah, nach der Feierei habe ich keine 90 Minuten im Tank, aber leider ist das Tor vorher nicht gefallen und ja, deswegen habe ich mich bei Bujo auch nochmal bedankt, dass er mich drauf gelassen. Und ja, es wird eine schöne Randnotiz, glaube ich, die mir aber unglaublich viel bedeutet.